Lukas, servus, ich will gar nicht groß stören. Ist es gefährlich, hier zu arbeiten? Na, es geht. Also, du musst halt gucken, was der Bagger macht. Du musst gucken, was der LKW macht. Aber ansonsten ganz okay. Also, ich wollte nach meinem Schulabschluss irgendwas draußen an der frischen Luft machen. Ich wollte arbeiten, ich wollte anpacken, was schaffen, wo man auch dreckig wird. Du machst was für die Bevölkerung, die kriegen schnelleres Internet und ich habe schon ein sehr gutes Gefühl drin. Mein größtes Ziel und Traum wäre, den Meister drin zu machen und vielleicht irgendwann ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das fände ich schon schön. Aber so die nächste nach meiner Lehre wäre die Polierschulung und danach vielleicht den Meister. Es läuft langsam an. Ich bekomme Mitarbeiter, aber was mir noch fehlt, sind wirklich junge Auszubildende. Junge Menschen, die mir ins Handwerk bringen können und für den Beruf begeistern können. Andrea, du bist hier für die Auszubildenden da. Was muss man tatsächlich nicht nur mitbringen, sondern wie alt ist man denn ungefähr, wenn man jetzt bei euch anfangen könnte als Lehrling? Also die meisten, wir haben schon 15-Jährige gehabt, aber meistens fangen sie direkt so nach der Schule mit 16, 17 an. Was muss man denn sonst noch mitbringen, wenn man Interesse für diesen Job hat? Man sollte ein bisschen handwerklich begabt sein, vielleicht auch ein bisschen mit der Mathematik ein bisschen klarkommen, aber vor allem Spaß auch dran haben mit Maschinen, dass man sich weiterbilden kann, vielleicht mal als Maschinist oder auch vielleicht Vorarbeiter werden. Also, aber hauptsächlich handwerklich mal ein bisschen da sein und Interesse zeigen. Was ist denn so das Höchste, was man bei euch erreichen kann? Also ich glaube, es gibt, man kann sich steigern bis zum Bauleiter. Bauleiter? Ja. Tim, was macht ein Bauleiter? Ein Bauleiter organisiert 2 bis 4 Gruppen. 2 bis 4 Baustellen hat er unter sich, organisiert die Materialien, bereitet die Baustellen vor, kommuniziert mit dem Polier die Ausführung. So, liebe Eltern, liebe Jugendliche, liebe Heranwachsende, liebe Menschen, die sich mit Baumaschinen beschäftigen wollen, jetzt haben Sie ein bisschen was erfahren über die Firma Josef Schnell und ich glaube, jeder, der da Lust hat, im Freien zu arbeiten und tatsächlich was bewegen will hier im Ländle, der kann sich hier bei Josef Schnell melden. Ich glaube, das macht Spaß. Jetzt bewerben unter timschnell@josefschnell.de.